So, dann rufe ich auf den nächsten Punkt, Punkt 3. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz für die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2017. Das ist das Haushaltsgesetz 2017 mit Tagesordnungspunkt 40. Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2016 bis 2020. Das sind die Drucksachen 19/3674 und 19/3762. Es gibt eine Redezeit für die Fraktion von 30 Minuten. Das Gesetz wird eingebracht vom Finanzminister, Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Du hast das Wort. Bitte sehr. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir befinden uns in turbulenten Zeiten. Kaum waren die schwierigsten Auswirkungen der Finanzkrise überwunden, hat uns im Jahr 2015 die große Herausforderung der Unterbringung, Versorgung und Integration, aber auch der Rückführung von vielen zu uns kommenden Flüchtlingen betroffen. Diese Aufgabe wird uns noch viele Jahre unseren engagierten Einsatz erfordern. Aber auch diese großen Herausforderungen und Unwägbarkeiten machen wir eines deutlich. Die schwarz-grüne Landesregierung sucht auch in dieser schwierigen Phase nach Lösungen, trifft Entscheidungen und wird mit ihrer Regierungsverantwortung in verlässlicher, solider und innovativer Weise gerecht, meine Damen und Herren. Unser Land hält Kurs in Richtung Schuldenabbau. Das zeigt der Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr und die darauf fußende mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2020. Die Nettokreditaufnahme sinkt im Haushaltsplan 2017 auf 350 Millionen €. Sie liegt damit fast 300 Millionen € unter dem Wert für das laufende Jahr. Wir bleiben damit punktgenau auf dem Kurs, den wir uns mit unserem Abbaupfad selbst gegeben haben. Der Haushalt 2017 steht damit in turbulenten Zeiten zuallererst für Verlässlichkeit. In den kommenden Jahren bleiben wir bei unserem ehrgeizigen Abbaupfad. Dieser sieht vor, dass wir bereits im Jahr 2019 ohne neue Schulden auskommen, also ein Jahr früher, als das die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Schuldenbremse vorgegeben haben. Ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Wir machen also nach 50 Jahren Schluss mit einer Politik, die kommenden Jahren Generationen immer neue Schulden aufbürdet. Meine Damen und Herren, wir wollen ab dem Jahr 2019 nicht nur auf das Aufnehmen neuer Schulden verzichten, sondern wir werden die günstigen Rahmenbedingungen dazu nutzen, in eine Nettotilgung der Altschulden einzutreten. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2020 soll die Schuldenlast des Landes damit um insgesamt 200 Millionen € reduziert werden. Angesichts einer Gesamtverschuldung am Kapitalmarkt in Höhe von rund 44 Milliarden € ist das sicherlich erst ein erster kleiner Schritt. Aber es ist ein Anfang, und er ist etwas, was die Finanzpolitik in Hessen seit einem halben Jahrhundert nicht geschafft hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Solide Finanzen sind die beste Grundlage dafür, künftigen Generationen Handlungsspielräume zu bewahren. Wir wollen unseren Kindern keinen Schuldenberg mit dem Risiko erdrückender Zinslasten hinterlassen. Daher bleiben wir in stürmischen Zeiten auf Kurs. Wir tun dies, weil wir unseren Kindern und Enkeln eine gute Zukunft in einem starken Hessen ermöglichen wollen. Und dafür steht diese Landesregierung, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach wie vor ist die Bewältigung der Flüchtlingsfrage das beherrschende Thema in der politischen Diskussion. Ich bedauere dabei, dass dabei allzu oft aus dem Blick gerät, was in den vergangenen Monaten alles geleistet und erreicht worden ist. Viele Menschen sind vor Krieg und Terror nach Deutschland und Hessen geflohen. Sie haben alles verloren und durften bei uns Schutz und Hilfe erfahren. Das ist unsere humanitäre Verpflichtung, und ich sage das ganz bewusst, auch ein Gebot christlicher Nächstenliebe. Viele Menschen in den Verwaltungen, aber auch vor allem bei den Ehrenamtlichen, haben in den vergangenen Monaten durch ein beispielloses Engagement Hervorragendes geleistet. Für diese Hilfsbereitschaft gebührt Ihnen unser aller Dank, meine Damen und Herren. Aber auch die Hessische Landesregierung tut zusammen mit unseren kommunalen Partnern
alles dafür, die vielen Flüchtlinge zu versorgen, unterzubringen und möglichst rasch zu integrieren. Dieses Engagement schlägt sich auch in den nüchternen Zahlen des Haushaltsentwurfs nieder. Für das kommende Jahr belaufen sich die Kosten für Versorgung und Integration der zu uns kommenden Flüchtlinge auf insgesamt 1,6 Milliarden €, eine riesige Summe. Vor allem die Ausgaben für Sprachkurse, Schulbildung, Vorbereitung auf das Berufsleben und Wertevermittlung sind für eine schnelle Integration unabdingbar. Und genau dies, eine schnelle und erfolgreiche Integration der zu uns kommenden Menschen, ist der Schlüssel, den hier lebenden Menschen einen Teil ihrer Sorgen zu nehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Klar muss aber auch sein, Integration ist keine Einbahnstraße. Es braucht auch bei den Flüchtlingen den Willen zur Integration. Wer in Deutschland leben will, muss sich an unsere Regeln halten. Ein antiquiertes Frauenbild, Unterdrückung, Intoleranz oder gar Gewalt haben hier in unserem Land keinen Platz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass wir nicht jedem helfen können, der hierher kommt. Wer nicht vor politischer Verfolgung, Krieg oder Terror flüchtet und keine Aussicht auf ein Bleiberecht hat, muss schnellstmöglich und konsequent in seine Heimat zurückgeführt werden. Nur so haben wir die Kapazitäten, den wirklich Bedürftigen zu helfen. Alles andere würde unser Gemeinwesen überfordern, meine Damen und Herren. Diese große Herausforderung können wir als Land nur im Schulterschluss mit dem Bund und den Kommunen stemmen. Die Beteiligung des Bundes mit rund 25% an den flüchtlingsbezogenen Ausgaben des Landes ist ein wichtiger Beitrag. Dies zeigt aber auch deutlich, dass das Land den Großteil seiner Kosten, rund 1,2 Milliarden € selbst tragen muss. Der aktuell zu beobachtende spürbare Rückgang der Flüchtlingszahlen schafft etwas Luft bei allen, die auf diesem Gebiet engagiert sind. Zu einer kurzfristigen durchgreifenden Entlastung des Landeshaushaltes führt er allerdings noch nicht. Zunächst dominieren noch die Belastungen, die insbesondere aus dem Aufbau und dem Unterhalt der flüchtlingsbezogenen Infrastruktur resultieren. Erst mittelfristig kann mit einem merklichen Absinken dieser Ausgaben gerechnet werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die verantwortungsbewusste Anpassung der Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge im Rahmen der sogenannten Standortkonzepte. Aber selbst im Jahr 2020 werden die Flüchtlingsausgaben noch bei fast 1 Milliarde € liegen. Im Vergleich dazu, im Jahr 2014, vor zwei Jahren, betrugen die Ausgaben nur ein Sechstel davon. Im Haushaltsentwurf enthaltenen Kosten für Flüchtlinge basieren auf den sogenannten technischen Annahmen der Bundesregierung im Rahmen ihrer eigenen Frühjahrsprojektion. Ob das alles so kommt, kann niemand mit Gewissheit sagen. Ich kann daher auch nicht ausschließen, dass sich im Laufe der Haushaltsberatung noch ein Anpassungsbedarf, wohlgemerkt in beide Richtungen, ergeben kann. Da setze ich wiederum auf Ihre pragmatische Mitwirkungsbereitschaft, so wie wir das im letzten Jahr schon einmal parlamentarisch gelebt haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Finanzpolitik dieser Landesregierung lässt sich jedoch nicht nur auf Konsolidierung und Krisenbewältigung reduzieren. Vielmehr achten wir darauf, dass durch eine Vielzahl neuer Impulse unsere Heimat noch sicherer, noch schlauer, noch gerechter und noch lebenswerter zu machen. Das zeigt auch der Haushalt für das kommende Jahr, mit dem wir wieder einen klaren Schwerpunkt beim Thema Sicherheit setzen. Der Ausbau von Polizei und Verfassungsschutz wird auch 2017 konsequent vorangetrieben. Wir schaffen 500 neue Stellen bei der Polizei und dem Verfassungsschutz. 100 neue Stellen entstehen in der Justiz, und zudem stellen wir 35 weitere Steuerfahnder zur Verfügung. Das alles sorgt dafür, meine Damen und Herren, dass unser Land noch sicherer wird. Daneben werden z.B. die Finanzmittel zur Optimierung der Schutzausstattung und Bewaffnung unserer Polizeibeamten auf hohem Niveau fortgeführt. Zudem legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Extremismusbekämpfung, meine Damen und Herren, denn wir wollen, dass Hessen ein weltoffenes und tolerantes Land bleibt. Ein weiterer Dauerschwerpunkt im Haushalt der schwarz-grünen Landesregierung ist Bildung und Wissenschaft. Um es auf den Punkt zu bringen, wir wollen, dass Hessen noch schlauer wird. So sind im Haushaltsplan 2017 weitere 1.100 neue Lehrerstellen vorgesehen. Durch die zusätzlichen Lehrer reagieren wir auf die steigenden Schülerzahlen und wollen dabei den Flüchtlingskindern die Chance geben, alles Wichtige für ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu erlernen, ohne dass schon länger hier Lebende das Gefühl bekommen, die Ausbildung ihrer Kinder leide unter den Neuankömmlingen. Das ist ein zentraler Baustein für die schnelle und erfolgreiche Integration. Hervorheben möchte ich zudem, dass für den weiteren Ausbau der Ganztagsangebote
im Haushaltsentwurf 6 Millionen € zusätzlich veranschlagt haben. Auch hier sind wir auf einem guten und erfolgreichen Weg. Die Finanzierung und Weiterentwicklung und Stärkung, meine Damen und Herren, der hessischen Hochschullandschaft, dafür stehen 2,1 Milliarden € bereit. 2,1 Milliarden €. Im Ländervergleich ist das, und das hat zuletzt die PwC-Studie gezeigt, ein äußerst beachtlicher Wert. Daneben wollen wir durch die Schaffung von 100 neuen Stellen für Professorinnen und Professoren die Studienbedingungen weiter verbessern. Und schließlich werden wir die freiwilligen Leistungen für die Studentenwerke zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden um nochmals 1 Million € auf über 12 Millionen € aufstocken. Wir schaffen damit ausgezeichnete Rahmenbedingungen für die schulische und berufliche Entwicklung in unserem Land. Das schafft viele kluge Köpfe, die unser Land voranbringen werden. Und, meine Damen und Herren, wir wollen unser Land noch gerechter machen. Das ist mir als Finanzminister ein besonderes Anliegen. Und deshalb intensivieren wir den Kampf für einen gleichmäßigen Steuervollzug, für die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerflucht. Wir haben das in der Debatte vor gut zwei Stunden ja bereits intensiv erörtert. Das ist ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Arbeit, meine Damen und Herren. Ein weiterer Aspekt unserer politischen Verantwortung ist der Blick auf die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Ein harmonisches und erfolgreiches Zusammenspiel von Ökonomie und Ökologie schafft hierfür die Voraussetzung. Wichtig dafür ist eine funktionierende und zukunftsfähige Infrastruktur. Solide und gut ausgebaute Straßen verbinden die Menschen miteinander und sind die Grundlage für eine florierende Wirtschaft. Im gesamten Finanzplanungszeitraum sind die Mittel für den Landesstraßenbau auf dem hohen Niveau von 90 Millionen € jährlich fortgeschrieben. Damit setzen wir einen deutlichen Schwerpunkt auf den Erhalt unserer Verkehrsinfrastruktur. Hinzu kommt eine Aufstockung der Planungsmittel für Fremdvergaben von Planungs- und Bauleistungen. Dadurch können wir die investiven Mittel, die uns der Bund für die Bundesfernstraßen zur Verfügung stellt, vollständig abrufen und viele Projekte zügig umsetzen. Das ist ein enormer Schub für die hessische Verkehrsinfrastruktur. Wir betreiben mit Finanzmitteln von in Summe 144 Millionen € aktives Marketing für den Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandort Hessen. Denn Sie wissen ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, an Hessen führt kein Weg vorbei. Zum nachhaltigen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur gehört aber auch der ÖPNV, für den wir allein rund 600 Millionen € Regionalisierungsmittel und zusätzlich über 120 Millionen € im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs veranschlagt haben. Mit dem geplanten Schülerticket zum Schuljahresbeginn 2017/18 können Schülerinnen und Schüler und Auszubildende in ganz Hessen öffentliche Verkehrsmittel sehr günstig nutzen. Wir sind im Moment dabei, ein entsprechendes Konzept mit der kommunalen Seite abzustimmen. Hierfür sind bisher gut 11 Millionen € als Landeszuschuss eingeplant. Ich bin zuversichtlich, dass wir damit die Attraktivität von Bus und Bahn im Land weiter erhöhen können. Ein weiterer Impuls für den Schutz unserer Umwelt ist das bereits 2009 initiierte Projekt der CO2-neutralen Landesverwaltung. Bei der geplanten Erreichung dieses Ziels im Jahr 2030 spielt die Energieeffizienz der landeseigenen Gebäude eine wichtige Rolle. Der Haushaltsplan sieht deshalb auch im Jahr 2017 Ausgaben in Höhe von 40 Millionen € für die energetische Sanierung von Gebäuden der Hessischen Landesverwaltung vor. Der Haushaltsplanentwurf zeigt, dass die Hessische Landesregierung fest davon überzeugt ist. Wirtschaft und Umwelt können, ja, sie müssen sich sinnvoll ergänzen. Dazu schaffen wir auch im kommenden Jahr die Voraussetzungen, meine Damen und Herren. Wir beschäftigen uns aber nicht nur mit dem Hier und Jetzt, sondern besetzen die Themen der Zukunft. Ganz bewusst setzt die schwarz-grüne Landesregierung wichtige Impulse für zukunftsfördernde Investitionen. Die vorhandenen finanziellen Gestaltungsspielräume werden konsequent genutzt, damit die Themen Digitalisierung, Elektromobilität und Energiewende forciert werden können. Um sich den Herausforderungen der digitalen Welt in allen Bereichen zu stellen, können zur Umsetzung der Digitalstrategie Hessen im Haushalt 2017 Fördermittel von über 5 Millionen € bewilligt werden. Ich bin überzeugt, dass Hessen mit einer starken IT-Branche, seinen exzellenten Fachkräften und seinen innovationsfreudigen Unternehmen von dieser Entwicklung stark profitieren wird. Ein weiterer wichtiger Impuls betrifft die Elektromobilität. Im Vergleich zu 2015 sind die Mittel in diesem Bereich mehr als verdoppelt worden. Zusätzlich stehen im Rahmen der kommunalen Förderung ab 2017 jährlich 5 Millionen € zur Anschaffung von E-Bussen und Infrastruktur zur Verfügung. Zur Unterstützung der Energiewende stehen weitere 30 Millionen € zur Verfügung. Wir stellen damit wichtige Weichen für eine innovative und nachhaltige Entwicklung in unserem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Der Haushaltsplanwurf zeigt aber ebenso, dass sich die Landesregierung sehr bewusst auch für die Schwächeren unserer Gesellschaft einsetzt. Das Sozialbudget in Hessen wird im gesamten Finanzplanungszeitraum auf unverändert hohem Niveau mit über 70 Millionen € fortgeschrieben. Für die Unterstützung des Ehrenamts sind wieder über 12 Millionen € eingeplant. Wir honorieren damit das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen, die zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land unabdingbar sind. Lassen Sie mich dabei besonders hervorheben die neu eingerichtete länderübergreifende Stiftung Anerkennung und Hilfe. Sie unterstützt Menschen, die als Kinder und Jugendliche in Einrichtungen der Behindertenhilfe bzw. psychiatrischen Einrichtungen Unrecht und Leid erfahren haben. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal an die Betroffenen, meine Damen und Herren. Als Finanzminister liegt mir die finanzielle Ausstattung der Kommunen natürlich in besonderer Weise am Herzen. Im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms und des Kommunalen Finanzausgleichs haben wir uns sehr intensiv mit der finanziellen Situation und den Bedürfnissen der Kommunen auseinandergesetzt. Am Ende steht ein klares Ergebnis. Das Land war und ist ein verlässlicher Partner seiner Kommunen. Die Mittel des Kommunalen Finanzausgleichs steigen im kommenden Jahr auf die neue Rekordsumme von knapp 4,6 Milliarden €. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Plus von rund 220 Millionen €. Gegenüber dem Jahr 2010, so lang auch noch nicht her, beträgt die Steigerung 1,7 Milliarden €. Das hohe Plus freut mich natürlich, denn gerade die Kommunen tragen mit ihren wichtigen Aufgaben und Angeboten dazu bei, dass unser Zusammenleben in Hessen funktioniert. Deshalb werden wir auch bei den anstehenden Neuverhandlungen zu den sogenannten Asylpauschalen fair auf die Lage der Kommunen Rücksicht nehmen und gerade ihre Parallelprobleme in der Frage der Unterbringung mit leeren Kapazitäten, die dort generiert worden sind und nun sozusagen finanziert werden müssen, auf diesen Umstand werden wir fair im gemeinsamen Austausch, wie wir das im letzten Jahr auch gemacht haben, reagieren. Dass einige finanziell besser ausgestattete Kommunen gegen den Kommunalen Finanzausgleich klagen wollen, überrascht mich nicht wirklich. Natürlich ist das gute Recht einer jeden Kommune, eine Regelung, die als ungerecht empfunden wird, auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin zu überprüfen. Allerdings, die klagenden Kommunen müssen wissen, dass sie damit die interkommunale Solidarität ein Stück weit aufkündigen. Um es deutlich zu sagen, wer das Trinkwasser aus dem Vogelsberg bekommt und einen nicht kleinen Teil seiner Gewerbesteuereinnahmen den Einpendlern aus dem ländlichen Raum verdankt, muss bereit sein, einen Teil seines beträchtlichen Wohlstandes mit den weniger finanzstarken Gemeinden in Hessen zu teilen, meine Damen und Herren. Im Übrigen bin ich gerade auch mit Blick auf das jüngste Urteil zum Kommunalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen sehr zuversichtlich, dass auch die hessische Regelung Bestand haben wird. Besonders erfreulich ist die Entwicklung des im Jahr 2016 aufgelegten Kommunalen Investitionsprogramms mit einem Volumen von über 1 Milliarde €. Bisher sind rund 2.000 Anträge bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank eingegangen. Die damit verbundenen Ausgaben habe ich gerne in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen, weil viele Investitionsmaßnahmen den Menschen vor Ort unmittelbar zugutekommen. Meine Damen und Herren, die gesetzten Schwerpunkte und die vorgestellten Zielsetzungen ließen sich nicht verwirklichen ohne das Herzstück unserer Landesverwaltung, die vielen leistungsstarken, motivierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ohne deren unermüdlichen Einsatz, und so erlebe ich das Tag für Tag, wäre vieles, was unser Land ausmacht, nicht möglich. Wir sind uns sehr bewusst, dass wir von den hessischen Beamtinnen und Beamten in den vergangenen Jahren einen Beitrag zur Konsolidierung des Landeshaushalts eingefordert haben. Wir haben das aber immer klar kommuniziert, und wir wissen, uns damit nicht nur Freunde gemacht. Wir haben aber auch immer gesagt, dass wir ab dem Jahr 2017 die Arbeitszeit flächendeckend von 42 Stunden auf 41 Stunden pro Woche senken werden. Diese Zusage halten wir ein und setzen mit dem Haushalt 2017 es auch dadurch um, dass wir die dadurch entfallene Arbeitszeit vollständig durch neue Stellen, sind immerhin 970, kompensieren. Wir stellen damit sicher, dass die Entlastung auch tatsächlich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eine solide und verlässliche Haushaltspolitik muss auch die künftigen Kosten im Blick haben. Dabei ist mir besonders die Vorsorge für die künftigen Pensionszahlungen wichtig. Es kann nicht sein, dass wir künftige Kosten sehenden Auges unseren Kindern und Enkeln aufbürden. Wir handeln hier. Wir führen daher die gesetzliche Zuführung zur Versorgungsrücklage dauerhaft
Die gesetzlichen Regeln, die wir aus dem Bundesrecht übernommen haben, hätten es zugelassen, damit aufzuhören. Wir setzen die Zuführung fort, und wir werden am Ende des Finanzplanungszeitraums die entsprechende Rücklage auf über 3 Milliarden €, ich gehe davon aus, durch die Weiterfortsetzung der Zuführung durch die Weimarer Rücklage, die wir mit den steigenden Stellenzahlen auch noch aufstocken werden, entsprechend anzuheben, sodass weit über 3 Milliarden € als eine zusätzliche Absicherung gegen das Pensionsrisiko vorhanden sein wird. Meine Damen und Herren, neben der soliden und nachhaltigen Finanzpolitik der schwarz-grünen Landesregierung tragen aber auch, und das möchte ich keineswegs verschweigen, die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dazu bei, die großen Herausforderungen zu meistern und wichtige Impulse zu setzen. Hessen ist ein starkes Land. Die wirtschaftliche Entwicklung ist positiv, und der Arbeitsmarkt entwickelt sich ausgesprochen erfreulich. Allerdings haben auch die Risiken keineswegs abgenommen. Abzuwarten bleibt etwa, welche Auswirkungen realwirtschaftlicher Art die Brexit-Entscheidung der Briten und die damit einhergehenden Unsicherheiten auf die ökonomische Entwicklung in Europa, in Deutschland und vor allem auch in unserem Land haben werden. Auch wenn ich unter europapolitischen Gesichtspunkten und vor allem auch aus britischer Sicht es als einen schweren Fehler erachte, dass die Briten entschieden haben, die EU zu verlassen. Der Brexit ist aber auf der anderen Seite, das muss man realpolitisch akzeptieren, auch eine Chance für unser Land. Deswegen ist die Hessische Landesregierung sofort nach der Entscheidung tätig geworden, um aktiv für den Finanzplatz Frankfurt als herausragende Alternative zu London zu werben. Im Fahrwasser des stabilen Wirtschaftswachstums der vergangenen Jahre haben auch die Steuereinnahmen erheblich zugenommen. Im kommenden Jahr planen wir mit Steuereinnahmen in Höhe von knapp 21,5 Milliarden € und bis 2020 mit einem Anstieg auf rund 24 Milliarden €. Dies verleitet natürlich zu Forderungen nach Steuersenkung. Ich sage Ihnen offen, ich bin hier eher etwas zurückhaltend. Wir haben seit Jahrzehnten über unsere Verhältnisse gelebt. Daher besteht meine Priorität zunächst darin, die öffentlichen Haushalte nachhaltig zu konsolidieren. Wenn dann noch Spielräume bestehen, dann ist es klar, dann müssen wir das Geld in Form von Steuersenkungen, die über die jetzt zwingend vorgesetzten verfassungsrechtlichen Korrekturen hinausgehen, an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. Meine Damen und Herren. Lassen Sie mich das noch in der aktuellen Diskussion der letzten Tage hinzufügen. Dabei macht es wenig Sinn, wenn die einen erklären, Reduzierung der Steuersätze führen zu Steuerausfällen, deshalb wird das nie und nimmer gehen, und die anderen erklären, wenn man an den Tarifen etwas begradigt und der eine oder andere auch 3 € mehr bezahlen soll, dann sind das Steuererhöhungen. Das ist steuerpolitische Blockade, und die können wir uns in unserem Land nicht erlauben. Wir brauchen am Ende ein schlüssiges Gesamtkonzept, um am Ende zu einer niedrigeren Belastung der Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in unserem Land zu kommen. Aber dann darf es am anderen Ende auch möglich sein, an anderen Stellen Korrekturen vorzunehmen, die dem einen oder anderen, der besonders breite Schulter hat, auch den einen oder anderen noch Euro mehr auf die Schultern lädt. Das ist Steuergestaltung, meine Damen und Herren. So müssen wir arbeiten. Meine Damen und Herren, neben der florierenden Wirtschaft entlasten auch die niedrigen Zinsen den Haushalt spürbar. Noch vor 10 Jahren lag die durchschnittliche Verzinsung unserer Schulden bei ca. 4,5 %. Im aktuellen Jahr liegen wir bei durchschnittlich 2,4 %. Natürlich freue ich mich als Finanzminister über die damit stark verbundenen Entlastungen für den Landeshaushalt. Allerdings sehe ich die mit der Politik des billigen Geldes verbundenen gesamtwirtschaftlichen Risiken zunehmend mit Sorge. Letztlich muss klar sein, und das möchte ich abschließend betonen, die niedrigen Zinsen dürfen nicht dazu verleiten, die Anstrengungen zur Konsolidierung unseres Haushalts zurückzustellen und leichtfertig neue Schulden aufzusehen, so nach dem Motto, macht's doch als Kassenkredit, kann man ja noch Geld mitverdienen. Jedem muss bewusst sein, dass die Zinsen auch weiter steigen werden und die Zinslast dann wie Blei auf den Schultern künftiger Generationen liegen werden. Kurzfristig denken ist an der Stelle unangebracht. Wir brauchen das Denken in den langen Linien zur weiteren Konsolidierung der Haushalte. Meine Damen und Herren, das schöne Bild der robusten wirtschaftlichen Lage und der hohen Steuereinnahmen wird getrübt, wenn die enormen Zahlungen den Länderfinanzausgleich in die Betrachtung einbezogen werden. Im laufenden Jahr wird Hessen, wir sind im ersten Halbjahr das mit Abstand finanzkräftigste Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland, über 2 Milliarden € leisten müssen, vermutlich wieder als einer der Hauptzahler auch in der Jahresabrechnung am Ende. Ich stehe damit die gesamte Landesregierung zu einem solidarischen Finanzausgleich zwischen den Ländern, keine Frage.
Es darf aber nicht dazu führen, dass dauerhaft nur wenige Länder zahlen. Und das jetzt geltende System überfordert die Solidarität, schafft kaum Anreize für finanzschwache Länder, ihre Haushaltssituation aus eigener Kraft zu verbessern, und belässt sowohl den Nehmer- wie auch den Geberländern zu wenig ihre eigenen Einnahmen zur eigenen Verfügungsgewalt. Die vorgesehene Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehung ab dem Jahr 2020 muss daher zu einer spürbaren Entlastung für Hessen führen. Sicherlich eine schwere Untertreibung, wenn ich die Verhandlungen zu dieser Reform als komplex bezeichne. Während der vielen Gespräche habe ich mich immer dafür eingesetzt, möglichst sachlich und lösungsorientiert an die Reformüberlegungen heranzugehen. Dazu gehört es letztlich auch, im Wege eines Kompromisses zu einer gemeinsamen Lösung zu finden. Nach unzähligen Verhandlungsrunden bin ich der festen Überzeugung, dass das von allen Bundesländern einvernehmlich beschlossene Reformmodell eine gute Grundlage für die zukünftige Ausgestaltung der Bund-Länder-Finanzbeziehung darstellt. Es liegt jetzt beim Bund, meine Damen und Herren, sich auf die Länder zuzubewegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Haushaltsplanentwurf hat die schwarz-grüne Landesregierung wieder einmal wichtige Weichen auf dem Weg zur schwarzen Null gestellt. Die guten Rahmenbedingungen werden konsequent zur Konsolidierung des Haushalts genutzt. Wir haben alle, hoffentlich alle, begriffen, dass mehr Schulden nicht die Lösung, sondern vielfach die Ursache unserer Probleme sind. Und am Ende der mittelfristigen Finanzplanung ist sogar die Tilgung von alten Schulden vorgesehen. Wir greifen damit ein Motto von Theodor Fontane auf. Danach sind die Geizhälse die Plage ihrer Zeitgenossen, aber das Entzücken ihrer Erben, meine Damen und Herren. Unsere Kinder und Enkel werden es uns danken. Gegenwärtige Herausforderungen meistern, ohne die Zukunft nachfolgender Generationen zu belasten. Das ist und bleibt unser Leitbild. Und genau das spiegelt unser Haushalt und die Finanzplanung wider. Hessen wird dadurch sicherer, schlauer und gerechter. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Finanzminister, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Einbringung des Landeshaushalts 2017 in erster Lesung. Meine Damen und Herren, auf der Besuchertribüne begrüße ich den neuen Botschafter der Sozialistischen Republik Vietnam, seine Exzellenz Herr Xuan Hung Doan. Sind Sie uns herzlich willkommen. Und ich begrüße mit ihm, sitzt bei uns, bei unserem Präsidenten, Herrn Generalkonsul Hong Lin Nguyen, der heute ebenfalls im Hessischen Landtag einen Antrittsbesuch abstattet. Herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie haben viel Freude hier an der Debatte. Und eröffne diese mit der ersten Wortmeldung. Das ist der Kollege Norbert Schmidt von der SPD-Fraktion. Bitte sehr, hast das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregierung hat unverdientes Glück. Sie schwimmt im Geld. Ja, sie schwimmt im Geld, weil die Konjunktur gut läuft. Und der Bund Milliarden Euro Hessen zur Verfügung stellt. Im Vergleich zur Vorgängerregierung hat Hessen sage und schreibe 4,7 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. 4,7 Milliarden Euro. Wenn man dann noch hinzurechnet, dass im Vergleich zu 2014 die Zinsausgaben um 300 Millionen Euro zurückgegangen sind, dann muss man feststellen, oder kann man feststellen, darf man feststellen, dass diese Landesregierung im Vergleich zu ihrer Vorgängerregierung 5 Milliarden Euro einen höheren finanziellen Spielraum hat. 5 Milliarden Euro höherer finanzieller Spielraum als die Landesregierung, als die schwarz-gelbe Landesregierung. Und ich will das einmal auch herausstellen, was der Bund und damit die Große Koalition für das Land Hessen leistet. Und ich will nur die Zahlen auflisten. Seit 2014 hat
der Bund seine Leistungen an Hessen, die insgesamt 3 Milliarden € mittlerweile betragen, um 1,2 Milliarden € aufgestockt. So gibt es mehr Geld für die kommunalen Investitionen vom Bund, 150 Millionen €. Für den Wohnungs- und Städtebau gibt es 70 Millionen €. Es gibt mehr Geld für den Hochschulbau und für Krankenhäuser. Es gibt 52 Millionen € mehr für Regionalisierungsmittel für den ÖPNV. Es gibt fast 200 Millionen € mehr Wohngeld. Es gibt 43 Millionen € mehr für die Hochschulen. Es gibt 58 Millionen € mehr für BAföG-Ersatz. Es gibt 15 Millionen € mehr für die Wissenschaftsförderung. Und es gibt 450 Millionen € mehr für die Grundsicherung von Arbeitslosen, meine Damen und Herren. Und deswegen, das zeigt das, den Dank sollte diese Regierung vor allem an die Große Koalition unter Führung von Frau Merkel und Herrn Schäuble, aber auch des Wirtschaftsministerin Gabriel und auch an die Bundesumweltministerin Hendricks weiterreichen. Hinzu kommen. Bitte, wen? Den Bundesfinanzminister. Doch, Herr Schäuble habe ich genannt. Schäuble habe ich genannt. Nein, wir sind. Also wir danken allen, die uns was geben. Wir danken allen, die uns was geben. Hinzu kommen 3,2 Milliarden € Steuermehreinnahmen, meine Damen und Herren, nach Länderfinanzausgleich, der übrigens 2017 niedriger sein wird als in diesem Jahr. 3,2 Milliarden € alleine Steuermehreinnahmen nach Finanzausgleich 2017. Meine Damen und Herren, bei diesen Steigerungen hätte ja selbst die Linkspartei diesen Haushalt hingekriegt, glaube ich. Und von diesen vor diesem Hintergrund relativieren sich alle Superlative des Ministers und vor allem alle Leistungen, die in Einzelplänen erbracht werden. Ein nicht unerheblicher Teil dieser Einzelleistungen sind durch Zuweisungen des Bundes zurückzuführen und verdienen deswegen Dank. Und deswegen sage ich es noch einmal, diese schwarz-grüne Regierung sollte vor allem Dank an die Bundesregierung senden, statt sich in selbstverliebten Eigenlob zu ergötzen, wie das die Rede eben des Finanzministers war. Meine Damen und Herren, trotz diesen Milliarden mehr innerhalb von 3 Jahren werden aber in Hessen die Investitionen abgesenkt. Und das ist der eigentliche Pferdenfuß dieses Haushaltes 2017 und auch schon der Haushalte vorher. 2013, im letzten Haushalt bei uns von Schwarz-Gelb, lagen die Investitionsausgaben noch bei 2,15 Milliarden €. Jetzt sollen sie um weitere 150 Millionen € runtergefahren werden. Meine Damen und Herren, es gibt eine nüchterne Feststellung. Der Finanzminister schwimmt im Geld, aber die Investitionen werden in Hessen ausgetrocknet. Und das ist kein guter Zustand. Der Anteil öffentlicher Investitionen in Hessen hat in den Jahren 2015 und auch in diesem Jahr historische Tiefstände erreicht. Und umsteuern, und jetzt wird es interessant, und das ist das eigentliche Verheerende für eine Koalition wie diese Schwarz-Grüne, ein Umsteuern ist überhaupt nicht vorgesehen. Das macht nämlich der Finanzplan, den wir ja jetzt heute auch beraten, deutlich. Obwohl es hohen Investitionsstau im Bereich vom Straßenbau, im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs gibt, obwohl bezahlbare Wohnungen fehlen, obwohl auch die kommunalen Investitionen historische Tiefstände erreicht haben, und Milliarden im Schulbau fehlen, obwohl Investitionen in Sportstätten, Stichwort Schwimmbäder, war ja noch einmal ein interessanter Bericht in dieser Woche auch vom HR, obwohl bei Gebäuden eine umweltgerechte Sanierung nötig wäre und obwohl es beim Breitband insbesondere im ländlichen Bereich, ländlichen Raum weiter fehlt, sieht der Finanzplan 2016 bis 2020 sogar eine weitere Absenkung der Investitionen vor. Meine Damen und Herren, historische Tiefstände bei den Investitionen, und die sollen nach der Sichtplanung der Landesregierung für die nächsten Jahre noch weiter abgesenkt werden. Das ist ein unguter Zustand, und damit verspielen Sie die Substanz des Landes Hessen. Und Sie werden mit dieser Politik auch dazu beitragen, dass Hessen weiter wirtschaftlich nach unten geht. Wir schauen, Herr Dr. Arnold, in die Zeiten, wo Hessen
der Platz 1 bis 3 beim Wirtschaftswachstum eingenommen hat, sind längst vorbei. Das waren nämlich die rot-grünen Zeiten. Schauen Sie sich einmal an, wo Sie mittlerweile beim Wirtschaftswachstum gelandet sind. Ja, das finanzstärkste Land pro Einwohner. Aber in der Relation geht es immer weiter zurück. Wenn Sie das noch verspielen würden, dass wir sozusagen noch pro Einwohner das finanzstärkste Land wären, meine Damen und Herren, dann wird es wirklich am Ende. Also, wenn Sie das noch hinkriegen, und da komme ich, so ein Zwischenruf. Also diese Sprüche, ich kann es wirklich hören, Zukunftsgeneration und wir müssen Vorsorge treffen und der Schuldenabbau muss jetzt endlich stattfinden. Meine Damen und Herren, Sie, diese CDU-Regierung hat in der letzten Zeit sie regiert, die Schulden in Hessen noch mehr als verdoppelt, um 24 Milliarden Euro erhöht, und wollen jetzt abbauen im Jahr 2019 und 2020 gerade mal 200 Millionen Euro. Das ist doch lächerlich. Machen Sie doch nicht so Sprüche. Machen Sie doch nicht so Sprüche. Übrigens, noch einmal, Finanzplan, Dr. Arnold, noch einmal einen Blick in den Finanzplan. Der Finanzplan sieht für 2019 vor, dass die Investitionen noch einmal um 100 Millionen €, 2019 Finanzplan, die Investitionen noch einmal um 100 Millionen € abgesenkt werden. Alleine das, meine Damen und Herren, lohnt sich dafür, eine neue Landesregierung zu wählen, die dies genau verhindert. Das wäre sozusagen die einzige Konsequenz. Hinzu kommt, dass die Haushaltsansätze für Investitionen im Haushaltsvollzug nochmals deutlich runtergefahren werden. 2015, letztes Jahr, wurden 200 Millionen € an Investitionen überhaupt nicht geleistet, obwohl sie im Haushalt drin standen. Für dieses Jahr ist das Gleiche wieder zu erwarten. Also, es werden die Haushaltsansätze bei den Investitionen überhaupt nicht ausgenutzt. Und eine ähnliche Entwicklung ist, wie gesagt, dieses Jahr zu erwarten. Ja, die Investitionen, meine Damen und Herren, sind Stiefkind dieser Regierung. Die GRÜNEN kümmert es nicht, wie unsere Straßen aussehen, und die CDU scheut den Konflikt. Kuscheln statt verhandeln und handeln, das ist sozusagen Ihre Haltung bei der CDU. Kuscheln und kuscheln statt verhandeln und handeln, das ist das Motto einer weichgespülten CDU, meine Damen und Herren. Lächerliche 7 Millionen Euro soll es für den Straßenbau in 2017 mehr geben. 7 Millionen Euro. Hessen als Bundesland der Mitte Deutschlands braucht eine gute Infrastruktur, und es ist Rückgrat einer positiven, einer guten wirtschaftlichen Entwicklung. Aber genau dieser Zukunftsaufgabe wird die Landesregierung unzureichend gerecht. Insgesamt, meine Damen und Herren, besteht doch der Sanierungsstau in Hessen, und den Stau erleben wir ja täglich. Ich habe am Montag für 72 km wieder einmal 1,5 Stunden gebraucht. Den Stau, den Sanierungsstau auf den, das ist staufreies Hessen. Na klar, das ist staufreies Hessen. Es wird ja immer nur noch, es wird ja nicht von Stau gesprochen, sondern nur noch von stockendem Verkehr in Hessen, meine Damen und Herren. Also in der Erfindung von Ausreden sind Sie ja gut. Mindestens 4 Milliarden Euro fehlen, gibt es einen Sanierungsstau in Hessen, fehlen bei der Straßeninfrastruktur. Und die GRÜNEN und CDU stellen gerade einmal 7 Millionen Euro mehr nächstes Jahr bereit. Wie peinlich, wie lächerlich ist das? Wirklich. Ja, das geht ja nicht einmal in Bau, das geht in Planungsmittel, meine Damen und Herren. Weil Sie, die Leute, die planen, die Leute, die planen, haben sie entlassen. Das ist übrigens das Ergebnis der Vorgängerregierung. Jetzt haben sie gerade in meinem Buch Leute gehabt, die planen. Also, das sind Mittel, die überhaupt notwendig sind, wenn das gebaut werden kann, meine Damen und Herren. Also, es ist wirklich abenteuerlich. Die Investitionsschwäche des Landes wird auch durch eine neue Studie von PwC deutlich. Der Minister hat sie, glaube ich, angesprochen und auch belegt. Hessen gibt pro Einwohner nur 400 € für Investitionen aus. Der Durchschnitt der alten Flächenländer beträgt aber 462 € pro Einwohner. Es fehlen also, auf die Zahl Hessen 6 Millionen hochgerechnet, 376 Millionen € für Investitionen. Das ist übrigens die Summe, die wir letztes Jahr als SPD beantragt haben für den investiven Teil des Landes Hessen. Das finde ich sehr interessant, wie das gut zusammenpasst. Und die VAU hat bei ihrer Halbzeitbilanz für die Landesregierung auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hingewiesen.
Dort sind die öffentlichen Investitionsquoten für das Jahr 2015, 16 haben wir noch nicht, der Bundesländer im Vergleich dargestellt. Und wissen Sie, wo Hessen liegt? An drittletzter Stelle. Nur das Saarland und Berlin ist schlechter. Und dann war jetzt wieder die Ausrede, auch Länderfinanzausgleich zu tun. Hat das was, dass Hessen so schwach ist, mit dem Länderfinanzausgleich zu tun? Ja, dann blickt auch ein Blick in die Statistik. Wissen Sie, wo Bayern und Baden-Württemberg liegen? Bayern und Baden-Württemberg liegen an zweiter und dritter Stelle. Und die haben doppelt so hohe Investitionsquoten wie Hessen. Doppelt so hohe Investitionsquoten wie Hessen. Also die ganze Ausrede Länderfinanzausgleich ist völliger Quatsch. Es ist eine Frage der politischen Schwerpunktsetzung, wo man Geld ausgibt, meine Damen und Herren. Und das machen halt andere Länder, die sogar mehr in den Länderfinanzausgleich einzahlen oder etwa die gleiche Summe. Das machen die sogar. Die machen das deutlich besser. Und deswegen muss man nüchtern feststellen, auch da wieder, Hessen hat infolge verfehlter Politik der Landesregierung einen erheblichen Rückstand bei öffentlichen Investitionen. Und dann schauen wir uns den Wohnungsbereich. Der liegt Sozialdemokraten besonders nah, weil Wohnen und bezahlbares Wohnen eine Lebensqualität ausmacht und eigentlich ein Grundrecht sein müsste. Und es gibt ein Wohnungsdefizit, unbestreitbar, weil die Ministerin hat sich selbst darauf bezogen, von, das ist der Stand dieses Jahr von 65.000 Wohnungen und nach einer Bedarfsprognose des IWO-Instituts, die Ministerin hat sich das auch zu eigen gemacht, müssten jährlich bis 2040 über 37.000 Wohnungen gebaut werden. Und dazu müsste eigentlich der öffentliche Wohnungsbau, erster und zweiter Förderungsweg, jährlich 2.000 Wohnungen unterstützen. Sie wollen aber, die Landesregierung will aber 2017 nur 1380 Wohnungen fördern. Und dies, das ist der eigentliche Hammer, das sind ausschließlich Bundesmittel. Das ist ausschließlich Bundesmittel im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, im Bereich des Also den Test machen wir. Ministerin, wir machen an dieser Punkt, ich bitte, dass mir jemand mal die meine Unterlagen jetzt hier vorbringt. Wir machen jetzt mal den Test, ob ich recht habe oder die Ministerin. Weil der Zwischenruf ist, stimmt nicht. Wir gucken in den Haushaltsplan des Umweltministeriums auf die Seite 372, glaube ich. Ich kann es gerne hier noch einmal belegen. Jetzt machen wir Praxis. Es ist die Seite 369, ich habe mich vertan um drei Seiten. Hier steht sozialer Wohnungsbau 96,55 Millionen Euro. Und da steht Einnahmen, Neubewilligung aus, das sind Bundesmittel alleine. Landesmittel, Abfinanzierung null. Landesmittel Neubewilligung null, meine Damen und Herren. Habe ich recht oder habe ich nicht recht? Hier ist die Liste. Bitte überprüfen Sie es, meine Damen und Herren. Ich stelle noch einmal fest, im sozialen Wohnungsbau gibt es keinen einzigen Euro, keinen Cent Landesmittel, meine Damen und Herren. Die Förderung von 1380 Wohnungen sind ausschließlich Bundesgeld. Danke, Frau Hendricks. Liebe Barbara, herzlichen Dank, dass du diese Landesregierung unterstützt. Sonst sehe ich ziemlich gar nichts in Hessen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, der Finanzminister hat behauptet, Hessen wird schlauer. Hessen ist eben schlauer geworden, wenigstens die Ministerin, meine Damen und Herren. Da hat er recht gehabt. Sie behaupten das aber mit Hinweis auf Mehreinstellungen bei Lehrern. Aber schauen wir uns auch einmal den Zahlen da an. Sie stellen mehr Lehrer ein, aber das ist ja auch dem Bedarf geschuldet, in der Flüchtlingsbetreuung, bei der Inklusion, wo Hessen ja immer noch weit, weit hinten ist, und bei der Ganztagsbetreuung, wo Hessen ja auch noch weiter hinten ist, wo Sie eigentlich auch echte Ganztagsschulen weiterhin scheuen. Aber in der Grundunterrichtsversorgung gibt es sogar einen Stellenrückgang. Nämlich um 428 Stellen. Jetzt rate ich an, zur Vorsicht zu rufen von der Regierungsbank, das stimmt nicht. Ich habe nämlich den Stellenerlass hier, der für das neue Jahr ist eindeutig 428 Stellen weniger. Es ist der Zuweisungserlass des Kultusministeriums vom 13.07. dieses Jahres. Im Vergleich, Seite 4, im Vergleich dazu zum letzten Jahr gab es 38.471 Stellen, diesen Jahr nur 38.043 Stellen. Meine Damen und Herren, die Schülerzahl, also das ist ein Minus von 1,1 %, aber die Schülerzahl geht
nur um 0,7 % zurück. Damit verschlechtert sich das Schüler-Lehrer-Verhältnis. Und insbesondere bei den Grundschulen, auch da die Sprüche, meine Damen und Herren, geht das Schüler-Lehrer-Verhältnis zurück, insbesondere bei den Grundstücken. Hessen wird schlauer. Meine Damen und Herren, wer sich mit diesen Zahlen auseinandersetzt, merkt, dass Sie uns aber von der Landesregierung für dumm verkaufen wollen. Und das werden wir nicht zulassen. Ähnliches gilt für Hessen wird sicherer, so der Minister. So erfreulich es ist, dass CDU und GRÜNE endlich unseren Forderungen nach Mehreinstellungen bei der Polizei nachkommen, so umso unerfreulicher ist es, wie die Öffentlichkeit über die wahren Zuwächse getäuscht werden. So behauptet der Minister, dass 480 Stellen mehr zur Verfügung stehen. Was er aber verschweigt, ist die Tatsache, dass es 3 Jahre lang dauern wird, bis die Ausbildung vorbei ist und bis diese Stellen tatsächlich auf der Straße sind. Der Grund ist, dass es in den vergangenen Jahren versäumt wurde, mehr Polizeianwärter einzustellen. Und der Stellenplan macht eines deutlich. Wirklich gibt es 2017 gerade einmal 95 Polizeistellen mehr. Hoffentlich ruft jetzt wieder jemand von der Landesregierung dazwischen, das stimmt nicht. Ich würde Ihnen das dann gerne dann auch noch einmal vorhalten. In der blauen Mappe ist alles enthalten. Vor dem Hintergrund der Arbeitszeitverkürzung, die richtig ist, aber deren Auswirkungen völlig unzureichend vorbereitet wurden, denn der Ersatz hätte ja schon mit dem Nachtrag 2014 auf den Weg gebracht werden müssen, wird es real weniger Polizei auf der Straße geben als in diesem Jahr. Es wird real weniger Polizei auf der Straße geben als in diesem Jahr. Die Zahl der Gesamtarbeitsstunden geht nämlich 2017 zurück. Und noch so eine Relation. Jetzt richte ich mich noch einmal an die GRÜNEN. Wird immer behauptet, alles plus, immer mehr und mehr. Wir hatten im Stellenplan 1999 mehr Polizeibeamte als im Stellenplan 2017. Nur den Hinweis. Also, wir sollten gemeinsam stolz sein, dass wir damals etwas gemacht haben. Und die Landesregierung 17 Jahre jetzt wieder gebraucht hat, um zu diesem Stand zurückzukommen, meine Damen und Herren, und noch unter ganz andere Kriminalitätsbelastungen. Zudem wurden fast 30 Angestelltenstellen bei der Polizei gestrichen. Diese Arbeit machen jetzt Beamte. Das ist relativ witzig. Hinzu kommt, dass die von der Landesregierung genannten 90 Stellen als Ausgleich für die Arbeitszeitverkürzung im Jahr 2017 eindeutig zu niedrig sind. Sie wurden heruntergerechnet. Dazu will ich einfach jetzt mal einen Dreisatz machen. Das Ministerium gönnt sich bei 400 Beamten, so viele Beamten gibt es im Innenministerium, 8 Stellen als Ausgleich. Das sind 2 %. 8 neue Stellen als Ausgleich bei 400 Beamten für die Arbeitszeitverkürzung. Nach einem einfachen Dreisatz wären das aber bei 14.300 Polizeibeamten dann aber 280 Stellen statt 90 Stellen, meine Damen und Herren. Ja, das ist typisch für diese Landesregierung. Oben wird munter draufgesattelt, unten werden die Indianer verheizt. Dafür gibt es aber mehr rhetorische Kriegsbedahlung, meine Damen und Herren, nämlich über die Sicherheitslage in Deutschland. Es werden mehr Schatz verkleidet, es werden mehr Presseerklärungen mit Superlativen verteilt, aber es hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Meine Damen und Herren, und wenn ich von oben und unten spreche, dann will ich noch einmal die PwC-Studie, die ist neu, noch einmal zitieren und dann beziehungsweise noch einmal die Zahlen auch nenne. Hessen hat beim Personal der politischen Führung und der zentralen Verwaltung gibt immer noch 100 Millionen € mehr aus als der Durchschnitt der alten Flächenländer. 100 Millionen € immer noch Ministerium und zentrale Verwaltung, wo mehr ausgegeben wird. Oben wird geaßt, unten kommt es nicht so darauf an, wie es den Bediensteten geht, meine Damen und Herren. Das ist Ihre Haltung. Und es ist ein Skandal, dass der Innenminister immer noch die Überstundenvergütung für die Polizeibeamten, die wir gemeinsam erkämpft haben, die werden übrigens nächstes Jahr noch einmal mehr Überstunden machen müssen, weil die Zahlen habe ich ja genannt, die Überstundenvergütung immer noch nicht ausgezahlt ist. Und ich kann dem Innenminister, den Herrn Beuth, nur raten, da in den nächsten Wochen ranzugehen. Sonst prophezeie ich ihm viel, viel Ärger, nicht nur mit uns, meine Damen und Herren. Ich kann nicht jedes Ressort im Rahmen dieser Lesung ansprechen. Das ist ja auch Sache der zweiten Lesung und nicht der Einbringung. Aber für Sozialdemokraten ist das Thema Soziales von besonderer Bedeutung. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Herr Minister spricht davon, dass Hessen gerechter werde.
Seine Ausführungen dazu begründet er ausschließlich mit den Hinweisen auf die bessere Bekämpfung von Steuerflucht aus Gerechtet und Betrug, Erhöhung der Kontrolldichte. Dazu hat ja mein Kollege Kummer heute Morgen ja Stellung genommen. Und zum sozialpolitischen Teil, zu dem sozialpolitischen Haushalt, hat er gerade von seiner halbstündigen Rede 28,23 Sekunden handgestoppt. Elektronisch kann es sogar wahrscheinlich weniger sein. Von seiner halbstündigen Rede gerade 28,23 Sekunden auf Soziales verwendet. Das ist typisch, glaube ich, für diese Landesregierung. Sozialpolitik wird kurz gehalten, wird an den Rand gedrängt und spielt eigentlich keine Rolle. Das muss sich in diesem Lande auch ändern. Wir haben uns den Einzelplan genauer angesehen. Und es ist ja schon bedeutend, es wird ja von Sparen spricht der Minister ja überhaupt nicht mehr. Das ist auch ganz interessant. Aber es wird an zwei Stellen gespart. Also wird ein paar mehr, aber es ist nicht viel. Aber an zwei Stellen wird gespart. Und ausgerechnet im sozialpolitischen Teil. Da will man nämlich die Zuwendungen für die Altenpflegeschulen um 3,5 Millionen € kürzen. Obwohl es ein echter Zukunftsberuf ist und ein echter Bedarf besteht, meine Damen und Herren. Heute klagen schon die alten Pflegeschulen, dass sie mit den Zuweisungen des Landes überhaupt nicht auskommen und das gar nicht finanzieren können. Und da wollen Sie jetzt noch, rangehen und noch weiter kürzen. Und ein weiterer großer Fehler ist es, dass bei den Arbeitsmarktprogrammen gekürzt werden soll. Es gibt nämlich noch immer Menschen, meine Damen und Herren, die besondere Hilfen brauchen, um die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu schaffen. Also wir werden über diese Kürzungen sicherlich bei der Einzelplanberatung sehr, sehr intensiv diskutieren. Auch im Bereich Kinderbetreuung geben Sie nicht vollständig die Millionen, 58 Millionen €, die der Bund, wer soll auch sonst, der Bund an Hessen gibt, geben Sie anscheinend, das wollen wir dann in der kursorischen Lesung noch einmal intensiver besprechen, anscheinend nicht weiter, die sich aus dem Wegfall des Betreuungsgeldes für Hessen entgeben. Wenn es da eine Aktion klebrige Hände geben sollte, Herr Minister, dann gibt es auch noch einmal sicherlich hier Ärger und auch noch einmal öffentliche Auseinandersetzung, weil das ist ein ganz zentraler Punkt für euch. Kinderbetreuung muss schrittweise in der Finanzierung von den Eltern abgelöst werden. Wir müssen dazu kommen, schrittweise sicherlich, aber dass Kinderbetreuung kostenlos wird. Und dazu gehört natürlich, dass die Bundesmittel dann auch entsprechend an die Träger, nämlich an die Kommunen und an die freien Träger, gibt es ja auch entsprechend weitergegangen wird. Meine Damen und Herren, ich möchte auch den Umgang mit den Beamten ansprechen und darauf eingehen. Und Sie haben 2017 wiederum vor, den Beamten die Anpassung an das Tarifergebnis vorzuenthalten. Angesichts von Steuermehreinnahmen, noch einmal nach Länderfinanzausgleich von 1,25 Milliarden €, können CDU und GRÜNE sich selbst auf das unzulässige Argument der leeren Kassen ja kaum berufen. Das Argument wäre immer unzulässig, aber in diesem Jahr ist es mit Verlaub, also das wäre Gaga, wenn Sie sich darauf berufen. Deswegen ist der Umgang mit den Mitarbeitern unfair, ja gewissenlos. Insbesondere die GRÜNEN zeichnen sich durch eine unbelehrbare Handlung ab. Ich glaube, dass der größere Koalitionspartner das sogar dass der größere Koalitionspartner an dieser Stelle sogar mehr Bauchschmerzen hat, über die berechtigten Interessen der Beamten hinwegzugehen. Und deswegen sage ich, geben Sie endlich den Beamten die gerechte und eine gerechtfertigte Besoldungserhöhung. Und meine Damen und Herren, es gibt zunehmend Probleme, für den öffentlichen Dienst geeignete Bewerber zu finden. Eine Anfrage des Kollegen Greilich, die übrigens insgesamt sehr gut war, zu der Fragesituation der Polizei, zeigt, dass 2015 kein einziger Bewerber, der sich auf eine Polizeianwärterstelle beworben hat, zurückgewiesen worden ist. Also, da spricht ja mit Verlaub alle Lebenserfahrung dagegen. Da spricht also so, wenn man schon keine Auswahl mehr hat, sondern alles nehmen, alle Bewerber nehmen muss, dann sollte das nachdenklich machen, ob wir nicht, und das hat auch etwas mit der Besoldungserhöhung zu tun, dass wir im Konkurrenzkampf mit der Wirtschaft, mit der Industrie immer weiter zurückfallen. Und ich prophezei Ihnen, wenn Sie das so weitermachen mit der Behandlung der Beamten, werden Sie immer größere Schwierigkeiten haben, Finanzamt zu finden, angemessene Leute in der Justiz, im Justizbereich und bei der Polizei und in anderen Bereichen, Lehrer übrigens auch.
Deswegen kehren Sie endlich um. Hören Sie auf mit dem schlechten Umgang, meine Damen und Herren, mit den Mitarbeitern. Und eins gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Mit diesen Sondereinschränkungen, die Sie vorgenommen haben für Beamte, die Beamte bezahlen Ihnen einen Teil der Wohltaten, von denen Sie, also neben dem Bund, bezahlen die Beamten einen Teil der Wohltaten, für die Sie heute gekündigt haben, was weiß ich, Umweltbereich, Leasingbereich, das bezahlen Beamte, meine Damen und Herren. Das ist die nüchterne Tatsache. Und ich will Ihnen einen Punkt, ich schaffe es von der Zeit, ich will Ihnen einen Punkt von, wir waren unterwegs mit Landtagsfraktionen, also der Arbeitskreis Haushalt in Finanzämtern. Und dann hören wir auf einmal, meldet sich jemand zu Wort und sagt, wissen Sie, wir haben uns jetzt das Fremdschämen schon angewöhnt. Und dann fragen wir, was meinen Sie damit? Und da schildert der Beamte, dass die Jahrespraktikanten, die ein Jahr bei der Hessischen Steuerverwaltung sind, keinen Pfennig bekommen, nicht einmal Fahrtkosten. Und wissen Sie, wie die Beamten darauf reagiert? Weil sie das unfair, weil sie das ignorant, weil sie das gemein finden. Wissen Sie, was die gemacht haben? Die haben gesammelt, um diese Jahrespraktikanten zu entlohnen. Und das ist nicht nur bei einem Finanzamt so, das ist bei mehreren Finanzämtern so. Das ist Fremdschämen für eine Landesregierung, die nicht immer den Kleinsten nachkommt, meine Damen und Herren. Das ist Umgang mit Mitarbeitern. Da sage ich Ihnen noch einmal, wir haben so loyale, so super Beamten in Hessen. Gehen Sie endlich fair mit denen um. Alleine diese, die verdienen eigentlich ein Bundesverdienstkreuz. Und nicht, dass Sie sich gegenseitig hier die Orden umhängen, meine Damen und Herren, in dieser Landesregierung. Natürlich steht der Landeshaushalt durch die Herausforderungen der Flüchtlingsversorgung und der Integration derjenigen, die in Hessen bleiben dürfen, vor besonderen, auch besonderen finanzpolitischen Herausforderungen. Wir als SPD haben uns wirklich konstruktiv in diese Debatte und die Haushaltsdebatte, Stichwort den Nachtrag, denn es ist jetzt mal so ein Nachtrag, die Ergänzung im Dezember zu dem Haushalt dieses Jahres eingebracht. Unsere Haltung ist weiterhin, wir brauchen Offenheit, Klarheit und Wahrheit in der Beschreibung der Probleme und der Herausforderungen, aber auch Entschiedenheit, Haltung und Klarheit zu einem humanitären Umgang mit den Flüchtlingen und einem klaren Widerspruch zu allen fremdenfeindlichen und rassistischen Gesinnungen und Äußerungen. In diesem Bereich werden wir weiterhin den Konsens suchen. Ich wiederhole noch einmal die Aussage unseres Fraktionsvorsitzenden, hat morgen in einer anderen Debatte noch einmal getan. Es gibt vielleicht keine Vertrauensbasis zu mit dieser Landesregierung, aber wir haben eine gemeinsame Verantwortungsbasis, und die ist breit genug, dass wir gemeinsam den Herausforderungen uns stellen sollten. Und wir nehmen Ihren Hinweis, dass wir sozusagen die Entwicklung, wie sie im Jahr 2000 jetzt läuft, dass wir möglicherweise noch einmal im Dezember auch noch einmal an dieser Stelle, sage ich mal, fraktionsübergreifend handeln müssen, nehme ich gerne noch einmal auf, wenn ich das so verstanden wissen, weil da haben wir keinen Streit bei allen anderen politischen Auseinandersetzungen. Da müssen wir gemeinsam etwas auf den Weg bringen. Meine Damen und Herren, trotz dieser auch finanzpolitischen Herausforderungen hat das Land 2017 erhebliche finanzpolitische Spielräume, die aber unzureichend genutzt werden. So erfreulich die Mehreinstellungen in wichtigen Bereichen sind, umso unerfreulicher sind die weiterhin völlig unzureichenden Investitionen, vor allem im Bereich Wohnungsbau, im Bereich Verkehr und vor allem in dem Bereich der Unterstützung der kommunalen Investitionen. Hessen lebt von der Substanz, das können Sie aus Ihrer eigenen Bilanz entnehmen. Deswegen formuliere ich als Schluss, Hessen wird nur schlauer, Hessen wird nur sicherer und Hessen wird nur gerechter werden, wenn es endlich bei den Investitionen in Hessen wieder bergauf geht. Aber das ist von einer schwarz-grünen Landesregierung leider nicht zu erwarten. Wir werden spannende Gespräche haben über die Einzelpläne. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt. Als nächster Redner spricht nun Kollege Kaufmann von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine
Sehr verehrte Damen und Herren, Hessen wird von Schwarz-Grün ausgezeichnet regiert. Das sage ich aus Überzeugung und natürlich auch sehr gern. Und das sagen, und das ist ja viel wichtiger, auch die Hessinnen und Hessen. Denn sie sind zu rund zwei Drittel mit der Landesregierung zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Das ist ein exzellenter Wert, der uns umso mehr erfreut, als er zugleich für beide Regierungspartner deutlich über dem Durchschnitt der Regierungsbewertungen in Deutschland liegt. Unsere politische Halbzeitbilanz von Schwarz-Grün wird honoriert. Die hessische Good Governance wird von den hessischen Bürgerinnen und Bürgern direkt positiv wahrgenommen, was im aktuell schwierigen politischen Umfeld eine bemerkenswerte Tatsache ist. Meine Damen und Herren, wie wir soeben aus dem Munde des Kollegen Schmidt gehört haben, wird diese gute Regierungsführung selbst von der Opposition, wenn auch vielleicht etwas unfreiwillig, bestätigt. Lieber Kollege Schmidt, ich habe sehr genau zugehört, konnte aber statt substanzieller Kritik an den politischen Leitlinien der Regierungsarbeit lediglich kleinkariertes Gemäkel vernehmen, was letztlich ja auf eine klare Bestätigung der Regierungspolitik hinausläuft. An keiner einzigen Stelle wurde von der SPD eine politische Alternative benannt. Es blieb stets dabei, etwas mehr von dem zu fordern, was Schwarz-Grün bereits unternimmt oder angekündigt hat. Weil Sie etwas verwundert schauen, mehr vom selben zu fordern, das nenne ich eine eindeutige Bestätigung des Regierungshandelns. Einen anderen politischen Kurs beschreibt man nämlich damit nicht. Und wenn der Kollege Schäfer-Gümbel, der Fraktionsvorsitzende, zur Kaschierung der eigenen Ideenlosigkeit die Landesregierung im HR-Interview eine Nichtregierungsorganisation nennt, dann bestätigt er doch letztlich nur den tiefsitzenden sozialdemokratischen Frust. Frei nach Franz Müntefering strebt die SPD nämlich bislang vollständig vergebens das Ziel an, eine Nicht-Oppositionsorganisation zu werden. Dazu bräuchte es Konzepte als Alternativen zum Regierungshandeln, und die haben Sie nicht. Um es noch einmal aufzunehmen, eine Alternative besteht darin, etwas anderes als das Vorgeschlagene zu tun, dieses dafür zu unterlassen. Und spätestens beim Haushaltsplan muss nämlich über die Alternativen entschieden werden, weil alles Gewünschte nur im Märchen gleichzeitig finanziert werden kann. Die Aussage, dass eine Maßnahme oder ein Budgetansatz zugunsten eines anderen Vorhabens zu kürzen oder zu streichen sei, habe ich von der SPD schon lange nicht mehr gehört, vom Kollegen Schmidt eben auch nicht. Da gibt es nur ein Fazit. Alles, was Schwarz-Grün tut, findet also auch die SPD nicht falsch. Und dafür möchte ich an dieser Stelle mich einmal ganz herzlich bedanken. Das sehen wir genauso. Meine Damen und Herren, trotz dieser Feststellung einer großen Gemeinsamkeit mit der SPD-Opposition kommt jetzt doch das Kontrastprogramm. Ich möchte nämlich über Hessen sprechen, über unser Land, wie es wirklich ist, und nicht über einen Landstrich des Mangels und der Düsternis, also das Zerrbild, welches der Kollege Schmidt in seiner Rede versucht hat, uns einzureden. Wir leben hier natürlich nicht ohne jegliche Probleme, quasi im Paradies. Das behauptet kein Mensch. Aber wir haben, auch durch die Politik von Schwarz-Grün vorangetrieben, für immer mehr Menschen eine hohe Lebensqualität verwirklicht. Sowohl die makroökonomischen Daten als auch die Wahrnehmungen der Menschen über ihre Lebenswirklichkeit bestätigen dies. Sie sind in Hessen weit überwiegend sehr positiv, was natürlich nie ausschließen kann, dass es auch prekäre Situationen und sozialen Handlungsbedarf gibt. Aber um diese kümmern wir uns intensiv. Ein Stichwort dazu ist das Sozialbudget. Ganz gewiss bestimmen Sie aber nicht das Bild, das sowohl Beobachter als auch die Hessinnen und Hessen von ihrem Leben in diesem Land haben. Und genau deswegen sollte die Politik nicht auch, verehrter Kollege Schmidt, auch nicht die Oppositionspolitik versuchen, so massiv gegen das positive Lebensgefühl der Menschen zu argumentieren. Schließlich sind nicht demotivierte und Verunsicherte, sondern positiv engagierte Bürgerinnen und Bürger am besten in der Lage, die Herausforderungen zu meistern und den gesellschaftlichen Zusammenhang zu wahren und, wenn möglich, zu intensivieren.
Und dass wir sie in wunderbar großer Zahl in Hessen haben, die Engagierten, das tolle Engagement der ungezählten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer bei der Flüchtlingskrise im Laufe der letzten 12 Monate hat dies eindrucksvoll gezeigt. Meine Damen und Herren, auf der Grundlage des Aktionsplans zur Integration von Flüchtlingen und zur Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der übrigens auch weitgehend die Zustimmung der Opposition hier im Hause fand, ist es mit vereinten Kräften gelungen, den zu uns geflüchteten Menschen wirksam Schutz und Hilfe zu bieten. Daran sollten wir auch in der Debatte um den Haushalt 2017 gemeinsam anknüpfen. Deswegen bedanke ich mich für die letzten Hinweise beim Kollegen Schmidt. Das gibt ja Hoffnung, dass es uns wieder gelingen könnte. Denn wir wissen, die Aufgaben sind noch keineswegs alle erledigt. Ein wesentlicher Teil des Weges steht noch vor uns und verlangt weitere Anstrengungen. Meine Damen und Herren, demgemäß stehen sowohl im Haushalt 2017 als auch für die mittelfristige Finanzplanung die Zeichen des hohen Flüchtlingszugangs ganz vorne an. Wir wollen die Integration dieser Menschen in unser Alltagsleben befördern. Auch wenn die aktuellen Zahlen niedriger sind als in den vergangenen Wintermonaten, haben wir im Jahr 2016 noch einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf von bis zu 400 Millionen €, der sich auch in die Folgejahre entsprechend fortsetzt. Diesen Aufwand wollen wir nicht scheuen, weil wir wissen, dass unsere Gesellschaft von der Zuwanderung nur dann nachhaltig profitiert, wenn wir jetzt dafür sorgen, dass die Integration gelingt. Demgemäß sind im Haushaltsentwurf 2017 gegenüber dem gültigen Plan für 2016 280 Millionen € mehr veranschlagt, was im Ergebnis dann 120 Millionen € weniger sein werden als der für dieses Jahr prognostizierte Gesamtaufwand, den ich bereits nannte. Meine Damen und Herren, Sie merken daran, dass wir trotz einer erheblichen Verbesserung in der Datengrundlage, die Schätzparameter sind offenkundig jetzt doch etwas verlässlicher, aber sie bleiben Schätzparameter. Und insoweit müssen wir in diesem Bereich weiterhin mit Unsicherheiten bei der Budgetplanung leben. Deshalb ist es auch, um an dieser Stelle es klar zu unterstreichen, richtig, entsprechende Vorsorge mithilfe einer quasi flexiblen Rücklageentnahme zu treffen. Und damit sind im Übrigen auch die Behauptungen der Opposition über vermeintlichen Zweck der Rücklage, ich gucke den Kollegen Hahn an, eindeutig als Ausfluss schlechter Fantasien entlarvt. Meine Damen und Herren, nicht nur die Herausforderung, für eine adäquate Aufnahme der Flüchtlinge zu sorgen, zeigt deutlich, wie internationale Krisen und Kriege sich unmittelbar auf unsere hessische Finanzwirtschaft auswirken. Auch die Folgen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise aus dem Jahr 2008 spüren wir noch heute. Die Produktionslücke, die nach dem EU-Verfahren zu messen ist, schließt sich soeben erst wieder, sodass wir aktuell keine konjunkturbedingten Steuereinbußen mehr verzeichnen müssen, was allerdings die Finanzpolitik insgesamt noch lange nicht zum Selbstläufer macht. Das derzeitige Zinsniveau, welches die Finanzwirtschaft nun keineswegs nur beglückt, ist schließlich auch noch eine Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise in Form von bislang nur bedingt erfolgreichen Bemühungen, die Investitionstätigkeit der Wirtschaft zu beleben, schlägt sie in unseren Haushalt durch. So sehr sich die öffentlichen Kreditnehmer über niedrige Finanzierungskosten freuen, so sehr belasten diese niedrigen Zinsen zugleich unsere Bilanz, in der wir eine geradezu Explosion des Rückstellungsbedarfs erleben. Von den weiteren in diesem Zusammenhang entstehenden Problemen, z.B. bei den Sparkassen und dann insbesondere bei deren Kunden, den Sparerinnen und Sparern, will ich hier gar nicht reden. Meine Damen und Herren, natürlich will und muss ich im finanzwirtschaftlichen Teil meiner Rede auch dieses Jahr wieder die Grundentscheidung der Hessischen Koalition von CDU und GRÜNEN für eine nachhaltige Finanzpolitik unterstreichen. Die Schuldenbremse ist nicht nur verfassungsrechtliche Vorgaben, sie ist auch politisch gewollte konkrete Leitlinien für unsere Budgetplanung. Nach § 11 des Gesetzes zu Artikel 141 beträgt die zulässige Kreditaufnahme für das Jahr 2017 knapp 590 Millionen €. Sie können das im Finanzplan nachlesen.
Veranschlagt sind im Entwurf, der Ihnen vorliegt, nur 350 Millionen €. Wir sind also auf dem richtigen Weg der zügigen und erfolgreichen Zurückführung der Nettokreditaufnahme, so wie wir uns das vorgenommen haben. Meine Damen und Herren, deswegen halte ich auch die immer wieder geäußerte Kritik vom Kollegen Dr. Hahn insbesondere für unzutreffend. Wir hätten die Nettokreditaufnahme längst auf Null bringen können oder sollen gar. Insbesondere angesichts der minimalen Sollzinsen, so wie wir sie überhaupt zahlen müssen, ist eine Vorsorge für unvorhersehbar entstehenden zusätzlichen Aufwand sehr sinnvoll und geboten. Mein Fazit ist deshalb, dass die mit dem Haushaltsentwurf 2017 und dem Finanzplan 2016 bis 2020 vorgelegte finanzwirtschaftliche Perspektive die Elemente richtig sortiert und auch richtig dotiert. Damit schaffen wir für den Landeshaushalt einen Finanzierungsrahmen, der stressresistent stabil funktionieren kann und somit die nachhaltige Finanzpolitik der schwarz-grünen Koalition für den Haushaltsvollzug konkretisiert. Meine Damen und Herren, ich möchte im Rahmen meines finanzpolitischen Redeteils sehr bewusst ein Thema ansprechen, das Sie vielleicht hier nicht erwarten, das ich aber bewusst in diesem Kontext einmal betrachten möchte. Ich spreche von der Besoldungspolitik oder konkret über den politischen Streit um die Besoldung der hessischen Beamtinnen und Beamten, der in diesem Jahr ja einige Wellen schlägt. Und wir haben den Kollegen Schmidt ja eben gerade auch noch einmal erlebt. Das Gesetz ist verabschiedet, und die erhöhten Bezüge sind bei allen Aktiven und Ruheständlern angekommen. Ich will die Sache dennoch nochmals betrachten, weil ich in der verbalen Schlacht die Sachargumente aus meiner Sicht bisher deutlich zu kurz gekommen sind und nicht nur im Parlament das, was vorgetragen wurde, zum Teil ziemlich grenzwertig war. Es war von Verfassungsbruch, Sonderopfer und vielen weiteren unschönen Vorwürfen die Rede, unter anderem, dass die hessischen Beamtinnen und Beamten abgehängt würden und Hessen als Dienstherr immer weniger attraktiv wäre. Genau das haben wir ja eben gerade noch einmal gehört. Dem setze ich als früher mal und gelernter Naturwissenschaftler einfach mal die präzise Empirie entgegen, nämlich die Feststellung, wie es wirklich ist. Wir Naturwissenschaftler nennen das auch Messung. Im Vergleich zu unseren Nachbarbundesländern Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Bayern, die grenzen ja alle unmittelbar an, und bei Betrachtung unterschiedlicher Laufbahnen, nämlich des mittleren und gehobenen Verwaltungsdienstes, bei der Polizei und in der Schule, also bei einem durchaus repräsentativen Spektrum, kann ich feststellen, dass sich ein Bild zeigt, das von den vorgebrachten Behauptungen stark abweicht. Das Ergebnis ist nämlich, dass wir in Hessen, außer bei der Polizei, in der Einkommenshöhe zwar regelmäßig ein Stück hinter dem Freistaat im Südosten, aber deutlich vor den anderen betrachteten Bundesländern liegen. Und das gilt jeweils für das gesamte Berufsleben bei durchschnittlicher Entwicklung. Da darf man die Beförderungsschritte nämlich auch nicht außer Acht lassen. Unsere hessische Besoldungspolitik, das ist ja gar nicht zu bestreiten, begeistert aktuell die Betroffenen nicht. Sie führt aber auch überhaupt nicht, wie gern behauptet wurde und wird, ins Abseits, insbesondere im Ländervergleich. Die hessischen Beamtinnen und Beamten stehen mit ihrer Besoldung in allen Bereichen über dem Bundesdurchschnitt. Von Missachtung kann also überhaupt keine Rede sein. Meine Damen und Herren, ich hatte eben gesagt, außerhalb der Polizei, das liegt daran, dass die Polizei zumindest in einigen Bereichen sogar noch besser ist als der Freistaat im Südosten. Sie wissen, wir haben die zweigeteilte Laufbahn, insoweit ganz andere sozusagen Besoldungseinstieg und entsprechende Beförderungsmöglichkeiten als woanders. Meine Damen und Herren, die Frage ist natürlich dennoch berechtigt, warum wir bei der Besoldungsanpassung so entschieden haben, wie es geschehen ist und wie es eine Reihe anderer Bundesländer nicht getan haben. Wie wir alle wissen, hatten CDU und GRÜNE im Koalitionsvertrag als Leitlinie, ich sprach es bereits an, eine moderate Entwicklung der Besoldung vereinbart, um die Personalkostenentwicklung zu dämpfen. Und ich muss es doch noch einmal unterstreichen. Der Aufwand für Personal, den das Land, also unser Landeshaushalt insgesamt hat, dazu rechnen sowohl die unmittelbaren Personalkosten, die kameral gebucht Hauptgruppe 4, als auch die aus Übertragungsausgaben gedeckten Personalaufwände,
Die werden kameral gebucht bei uns in Hauptgruppe 6, ein Stichwort, eins unter vielen, sind dabei nur die Hochschulen. Wenn man die summiert, dann kommt man auf nahezu die Hälfte des bereinigten Gesamtaufwandes in unserem Budget, das für Personal aufgewendet wird. Wenn wir also dem gemeinsamen Ziel der Beendigung der Neuverschuldung, das heißt unseren Aufwand und unsere Erträge zueinander bringen müssen, dann führt kein Weg daran vorbei, auch an dieser Hälfte des Budgets, nämlich beim Personal, entsprechende Reduktionen vorzunehmen. Dafür gibt es zwei Handlungsparameter, nämlich einmal die Personalmengen, bei uns technisch die Zahl der Stellen, und die Vergütungshöhen. Wie Sie wissen, haben wir uns für eine moderate Kombination von beiden Maßnahmen entschieden. Das, was wir im Koalitionsvertrag angekündigt hatten, haben wir mit Augenmaß und sozialer Verantwortung umgesetzt und darauf geachtet, dass über die Zeit keine Einbußen im Realeinkommen eintreten. Meine Damen und Herren, gerade der Haushalt 2017 zeigt die sozialen Aspekte an dieser Stelle sehr deutlich. Durch eine Mindesterhöhung um 240 €, für die Anwärter sogar um 600, weil der Kollege Schmidt die auch besonders angesprochen hat, wie ich das auch herausstreichen, werden die niedrigen Einkommen stärker erhöht. Dazu kommen beispielsweise die angehobenen Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten und bei der Polizei zusätzliche weitere Beförderungsmöglichkeiten durch Stellenhebung. Mit dem Haushalt 2017 wird darüber hinaus allen Beamtinnen und Beamten die Arbeitszeit auf maximal 41 Stunden verringert, was nicht nur eine alte Forderung ist, sondern in unseren Augen auch der Gerechtigkeit, dem Gebot fairer, gerechter Behandlung entspricht. Und deswegen, verehrter Kollege Schmidt, will ich an dieser Stelle einen kleinen Einschub machen. Sie haben uns vorhin versucht, mit einer Reihe von Rechnungen oder Zahlenableitungen hier irgendwie Ihre Weisheit näher zu bringen. Ich kann nur sagen, es ist sehr, sehr dringend nötig, dass Hessen schlauer wird, in diesem Fall der Kollege Schmidt ganz speziell. Sie müssten nämlich Ihren Blick ein bisschen weiten und nicht immer nur genau den Sektor betrachten und dann in Relation zur Entwicklung setzen, wenn sich in anderen Bereichen, die zusammengehören, ganz andere Entwicklungen tun. Also die Zahl der Stellen im Schulbereich, um nur ein Beispiel zu nehmen, allein auf die allgemeinbildenden Schulen in dieser Kategorie, Sie haben 38.000 genannt, bei insgesamt über 50.000 Lehrerstellen, gibt es nämlich noch mehr, was dazu zu rechnen ist. Deswegen muss man die Gesamtsumme betrachten. An dem Beispiel will ich es nur aufzeigen. Und dann kommt man auch nicht zu der irrigen Ansicht, dass Lehrerstellen weggefallen wären. Das ist nämlich nicht der Fall. Meine Damen und Herren, das Gleiche gilt für die rechnerisch ausfallende Arbeitsleistung durch zusätzliche Stellen. Da hat der Kollege Schmidt ja auch versucht, uns vorzurechnen, dass im Ministerium sozusagen ein sehr viel höherer Anteil als bei der Polizei war es, glaube ich, umgesetzt wird. Verehrter Kollege Schmidt, die Arbeitszeit wird für alle auf 41 Stunden reduziert. Das betrifft demzufolge die Reduktion nur diejenigen, die bislang mehr als 41 Stunden arbeiten. Und insoweit muss man es vielleicht ein klein wenig differenzierter betrachten als Ihrer einfacher Dreisatz. Und wenn man merkt, dass der Dreisatz nicht reicht, dann muss man halt ein bisschen schlauer werden. Die rechnerisch ausfallende Arbeitsleistung wird auf jeden Fall in vollem Umfang ausgeglichen bei der Arbeitszeitverkürzung, sodass auch keine Arbeitsverdichtung erfolgt. Meine Damen und Herren, damit zeigt die Koalition sehr deutlich, dass sie die Leistung der hessischen Beamtinnen und Beamten hochschätzt und würdigt und insbesondere auch durch gezielte Maßnahmen die Probleme im Personalbereich aktiv angeht und löst. Gerade der Blick, den ich ja schon genommen habe, in den weiß-blauen Freistaat im Südosten, zeigt uns obendrein, dass weitere Verbesserungen in der Personalausstattung und im Vergütungsbereich dann möglich sind, wenn zuerst die Spielräume hierfür erarbeitet wurden. Das bedeutet für uns in Hessen in einem ersten Schritt, dass neue Kredite zur Finanzierung des Budgets dauerhaft überflüssig werden und bleiben. Und ein Blick in die Finanzplanung zeigt, dass wir dies 2019 erreichen wollen und nach meiner Überzeugung auch erreichen werden. Meine Damen und Herren, wir sind in diesem Jahr im Praxisjahr 1 des neuen kommunalen Finanzausgleichs. Die Kommunen erhalten vom Land so viele finanzielle Mittel wie noch nie in der Geschichte Hessens.
Und das will ich auch ausdrücklich feststellen. Die Kommunen würdigen dies auch. Die aufgrund der Entscheidung des Staatsgerichtshofs erfolgte Neuorientierung der Finanzverteilung nach dem Bedarfsdeckungsprinzip hat erkennbar zu mehr Gerechtigkeit bei den Mittelzuweisungen geführt. Lediglich der Frankfurter Oberbürgermeister spricht von Ungerechtigkeit und will ebenso wie die besonders einnahmestarken, wir nennen sie die abundanten Kommunen, sich der interkommunalen Solidarität verweigern und erneut vor dem Staatsgerichtshof klagen. Das ist selbstverständlich ihr gutes Recht. Aber da wir die Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes sehr eng an den Formulierungen des Urteils orientiert haben, ist mir vor einer Entscheidung des Staatsgerichtshofs überhaupt nicht bange. Allerdings sage ich hier schon klar und deutlich, wenn am Ende durch ein Urteil des Hessischen Verfassungsgerichts den finanzstarken Kommunen in Hessen eine höhere Solidaritätsleistung, etwa wie in anderen Bundesländern schon Rechtslage, abverlangt wird, dann komme bitte niemand und mache nachträglich das Land dafür haftbar. Nach unserer Auffassung können sich die hessischen Kommunen nämlich nicht beklagen. Das Ausgleichsvolumen des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2017 erreicht die Rekordsumme von mehr als 4.500 Millionen € und wird bis 2020 nach der gegenwärtigen Planung um weitere 500 Millionen € anwachsen. Vor diesem Hintergrund ist es deshalb auch nicht übermäßig verwunderlich, dass Kritik an der kommunalen Finanzausstattung im Wesentlichen nur noch von der Opposition hier im Landtag, also von außerhalb, aber kaum aus den Reihen der Kommunen selbst vorgetragen wird. Wir als Koalition werden jedenfalls, wie es der Haushalts- und der Finanzplan zeigen, auch weiterhin die hessischen Gemeinden, Städte und Landkreise zugewandt und problemorientiert finanziell unterstützen und absichern. Dies ergänzen die sehr erfolgreich wirkenden Beratungsangebote. Ich will daran erinnern, auch für Nichtschutzschirmkommunen haben wir die jetzt eingerichtet, und wir unterstützen als Land damit nachdrücklich die erfolgreichen Bemühungen zur Konsolidierung der Kommunalhaushalte. Ich möchte das Wort erfolgreich besonders unterstreichen. Das ist natürlich in erster Linie eine Leistung der Kommunen, und wenn wir dabei helfen können, dann sind wir froh drum. Dann am Ende kommt es uns allen zugute, wenn wir auch finanziell starke und bewegliche und stressresistente kommunale wie Landeshaushalte haben. Meine Damen und Herren, ich wende mich nun dem inhaltlichen Schwerpunkt des Haushalts noch kurz zu, nicht ohne den verehrten Kollegen Schäfer-Gümbel, der ist leider nicht da, aber den verehrten Kollegen Dr. Hahn, um besondere Aufmerksamkeit ausnahmsweise zu bitten. Beide haben nämlich öffentlich erklärt, auch gleichlautend, sie fänden im Haushalt der Koalition keine klare Linie. Und ich möchte nicht, dass das so bleibt. Die klarste Linie für Schwarz-Grün hatte ich Ihnen bereits zu Beginn meiner Rede genannt. Die Zufriedenheit mit der Regierung ist spitze. Das heißt, Hessen wird aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger gut regiert. Wir treten nämlich ein für den Zusammenhalt der Gesellschaft und für ihre positiven Zukunftsperspektiven, und das mit spürbarem Erfolg. Dabei geht es immer wieder um Gerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft, sei es bei den Bildungs- und Berufschancen, sei es bei der Teilhabe an der Erfüllung der Grundbedürfnisse, unter anderem auch Wohnung, aber auch Sicherheit, oder sei es bei den Generationen im Sinn eines nachhaltigen Wirtschaftens und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Das sind auch wesentliche Aspekte der Generationengerechtigkeit. Und ich finde, das sind sehr klare Grundlinien, nach denen wir als Regierungskoalition in Hessen verlässlich gestalten und Perspektiven eröffnen. Unser Haushalt materialisiert genau diese Perspektiven und setzt seine Prioritäten, um Hessen noch gerechter zu machen. Ganz vorn stehen natürlich wieder die Anstrengungen im Bildungs- und Ausbildungsbereich, von der frühkindlichen Bildung über die weiter verbesserte Ausstattung der Schulen mit Personal bis zur Förderung der beruflichen Bildung und dem Ausbildungsbudget. Wie schon angesprochen, setzen wir weitere Priorität durch zusätzliche Mittel bzw. Stellen bei der sozialen Wohnraumförderung und bei der Sicherheit. Und schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass wir unter dem Aspekt der Gerechtigkeit sowohl das Steuerrecht durch Initiativen zur Beseitigung von Steuerumgehungsmöglichkeiten als auch den Vollzug durch Steuerprüfer und Steuerfahnder mittels Steuervermehrung noch weiter verbessern.
Damit werden wir unsere im Bundesvergleich schon sehr hohe Kontrolldichte noch weiter steigern können. Meine Damen und Herren, in der ersten Lesung geht es um den Überblick. Da muss man keine Zahlenreihen vortragen. Die können Sie alle nachlesen, in den kursorischen Lesungen nachfragen und bei der zweiten Lesung dann im Detail von den Fachpolitikern diskutieren. Deshalb will ich weitere wichtige und durchaus erwähnenswerte Details des Haushaltsentwurfs gar nicht mehr detailliert beschreiben. Das Spektrum ginge von der Agrarförderung über das Schülerticket bis zum Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt und um vieles mehr. Sie merken an meinen Worten, dass ich den vor uns liegenden Haushaltsentwurf sehr positiv bewerte. Das schließt aber natürlich nicht aus, dass wir im Laufe der Beratung nicht auch noch Ergänzungen oder Verbesserungen vornehmen könnten, vielleicht sogar sollten. In diesem Sinn freue ich mich auf die weitere Beratung und bin besonders gespannt auf die Alternativvorschläge und gestaltenden Anträge der Opposition. Letztes Jahr warteten wir vergebens, denn an der Zahl von 35 bei der SPD oder 19 bei der FDP eigenen Änderungswünschen zum Haushalt konnte man eine inhaltliche Qualität leider nicht ablesen. Und insbesondere fehlte auch jeder finanzielle Deckungsvorschlag, der dieses dann tatsächlich tragbar machen würde. Ich will am Ende meiner Rede aber durchaus noch einmal die Gemeinsamkeiten zum Thema Flüchtlingshilfe positiv würdigen, nicht ohne die Kolleginnen und Kollegen der Opposition erneut einzuladen, auch im diesjährigen Haushalt wieder so zu verfahren. Und ansonsten wäre es eine Freude, wenn Sie dieses Jahr die Chance nutzen und uns sagen, was Sie denn anders machen und vor allem, wie Sie es finanzieren wollen, ganz im Sinne der Einnahmen- und Ausgabenverantwortung des Landtags 141 Hessische Verfassung, die ja auch für die Opposition gilt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und entschuldige mich dafür, wenn Sie sich aufregen mussten. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann.